Oh, jetzt darf ich es mir wieder aussuchen. Gucken wir uns mal die Uhrzeit. Ja, die einfach alle. Die Sonnenbohne könnten wir uns auch holen. Als Verstärkung für Sonnen. Vor allem, wenn sie der, gut, der Gargantor macht sie einfach weg, aber wenn der sie frisst, wäre schon geil. Oder der da. Und dann holen wir uns doch die für den Anfang. So. Du kommst mal hierher. Hierher. Ah, da ist sie. Hier kommt der. Mal sehen, ob das noch reicht. Ja, hat gereicht. So. Sehr schön. Oh ja, geil. Hoffentlich frisst er sie. Ja, er hat sie gefressen. Mist, da wird ausgerechnet er weggebracht. Und jetzt haben wir dafür keine Sonnen mehr. Oh, Mist. Wir haben die Sonnen doch noch bekommen. Mist. Ich habe gerade irgendwie Probleme. Und das ist nicht sehr gut. Hier frisst eine Sonne. Eine Welle von Zombies kommt. Genügend Sonnen für den Pilz jetzt aber. Geil. Nicht gut. Gar nicht gut. Sehr gut. Oh Mann. Weg mit euch. Du gehst uns. Da kommen sie leider durch. Einfach nur ein bisschen aufhalten. Für den hier. Verdammt. Warum mache ich eigentlich den hier nie? Ach, weil ich ihn vorhin auch nicht hatte. Und jetzt gewohnt war, ohne ihn zu spielen. Oh Mann, bin ich bescheuert. Gar nicht gut. Ja, das sind nur noch die da. Sehr gut. Boom. Geschafft.
Weil ich hätte viel eher die Uhrzeit mal das benutzen sollen. Aber irgendwie habe ich die überhaupt nicht dran gedacht. Zengarten. Gut, dann können wir uns jetzt die Uhrzeit der Uhrzeitwalnuss widmen. Und ihre Ausdauer erhöht sich um 500 Punkte auf 5000 Punkte, mehr nicht. Und dafür das ist schon hart. Aber besser als nichts. Es sind halt 500 Punkte. Vielleicht 5 Sekunden mehr, die sie durchhält. Vielleicht auch nur eine Sekunde. Aber es ist Zeit. Ah, eine heiße Quelle oder so. So, letztes Level, bevor Dr. Zombos mal wieder zuschlägt. Vorgegebene Pflanzen. Okay. Das. Das Eisdrachenmäulchen. Wo kommt jetzt der erste Zombie? Der ganz unten. Okay, den lassen wir einfach bis ganz hinten durchlaufen, oder? Na, noch kann er laufen. Noch haben wir Zeit. So, jetzt kommt der dahin und die Uhrzeitsonnenblume. So, wir warten noch auf die 25 Sonnen. Da haben wir sie. Eine riesige Welt von Zombies nähert sich. Das ist nicht so gut. Oh doch, das ist eigentlich gut. Die Welt ist gar nicht riesig. Da ist der Flaggenträger. Sie wollen ein Hirn. So, jetzt kommen ein paar mehr Zombies. So, jetzt haben wir über eine gewisse Verteidigung. Oh. Au. Du wirst mir. Warum habe ich das nicht vorher gemacht? So. So, welchen fressen die jetzt? Die Uhrzeit. So, die gehören beide mir. Sehr gut. Wir haben gewonnen. Oh, irgendwie warten hier zwei. Ich beschleunige das mal für uns. Geschafft. So, Dr. Zombos kommt im nächsten Level. Aber vorher der Zengarten. Die Biene ist wieder da. Und sie könnte die Ringeblume vollenden. Naja, fast. So, kämpfen wir gegen Dr. Zombos.
Zorn ist epochal. Gibt es denn kein Zeitalter, in dem ihr Dummköpfe mir nicht auf den Wecker geht? Bleibt genau da stehen. Ich habe für euch einen Termin an einem riesigen Felsen vereinbart. Ich hasse tickende Felsbomben! Au, das ist kein Fels, das ist Metall! Und der Schrei ist eher leise dafür, für dieses riesige Ding. Geh drauf! Geh drauf! Den nehmen wir uns auf. Oh. Ja gut, das war vielleicht ein bisschen zu nah. Nein, hat gereicht. Das sind irgendwie ein paar zu viel. Yeah! Sehr gut. Au. Das hat weh. Halt, du wirst mir. Irgendwie ist der sehr leicht, finde ich. Vielleicht zu anderen Bossen. Ja, gleich ist der hinüber. Die Pictures machen sehr schön Schaden. Oh, das ist jetzt ein Ankylosaurus. Da ist der Ankylosaurus. Jetzt gehört er uns. So. Geschafft! Das war einfach. Sogar sehr einfach. Meine Sensoren melden einen nahenden Meteor, Benutzer Dave. Ich empfehle einen sofortigen Abzug aus dieser Zeitzone. Tschüss, Dinos! Schon bald werdet ihr Vögel sein! Bah, ihr lasst mir keine Wahl, außer Projekt Paradox zu initiieren. Ich kriege euch ihren... So, Projekt Paradox. So. Oh Mist, jetzt habe ich das nicht vorgelesen. Bekämpfe Dr. Zombos, abgeschlossen. Wir kriegen 500 Münzen. Zwei Samenpäckchen für die Urzeitsonnenblume. Zwei Samenpäckchen für den Parfümpilz. Zwei Samenpäckchen für die Urzeitkartoffelmine. Zwei Samenpäckchen für die Urzeiterbsenkanone.
2 Samenpäckchen für die Uhrzeit Walnuss. Und als Bonus 5 Samenpäckchen für den Granatenapfel. Okay. Ah, hier ist es eh nochmal. Du hast die Schöpfung von Dr. Zombos, den Zombot Dinotronic Mechosaurus, besiegt. So Mecho war der dann doch nicht. Also der war eher... Das war eher schwach. Also da war die Neo-Mix-Tour ja 10-mal so herausfordernd. Naja, jurassisches Warp abgeschlossen. Als nächstes geht's in den Riesenwellenstrand. Danach gibt's noch die Moderne und dann diesen Zeitriss hier. Das ist wahrscheinlich sein Paradox. Beim nächsten Mal steigt auch der Schwierigkeitsgrad von 4 auf 5, Jalapenos. Oh Mann, das wird heftig. Weil ich eigentlich das hier schon richtig schwer fand. Naja, Zeit. Zengarten. So, eine Stunde wären das noch. Aber leider keine Biene. Naja, dann haben wir die Münzen halt beim nächsten Mal. Und selbst wenn, das könnte auch sein, dass eine Dreiviertelstunde nur, also 45 Minuten nur reduziert, dann hätten wir noch 15 Minuten. Ich möchte jetzt nicht 15 Minuten warten, ich möchte jetzt aber auch noch nicht den Wellenstrand, oder wie hieß der nochmal? Riesenwellenstrand, möchte ich euch noch nicht öffnen. Ja, ah, wir könnten aber vorlesen. So, wo sind sie denn? So, die haben wir alle schon. Hier fehlt einer. Ja, und hier ist jetzt der Zombot Dinotronic Mechosaurus. Ausdauer unsterblich. Tempo hungrig. Ein mechanisches Monstrum von dinosaurischer Destruktivität. Besonderheit beschwört Dinosaurier. Dr. Zombos hat wirklich keine Manieren und keinen Stil, wenn es darum geht, wie man in anderen Zeitaltern auftritt. Dafür wundert es nicht, dass er jetzt mit einem riesigen Metalldino aufkreuzt. Ja. Naja. So. Ja, einen letzten Blick wage ich noch. Vielleicht ist er jetzt durch das Lesen. Vielleicht die Biene wieder. Oh, tatsächlich. 59 Minuten und... Ah, 14 Minuten warte ich nicht, sorry. Aber... Naja, schade. Wäre schön gewesen. Ha, Moment mal. Außer... Ich nehme schon etwas länger auf. Zwei Stunden. Ah! Ich sollte Battles vielleicht immer am Anfang eine Aufnahme machen. Denn ich nehme jetzt tatsächlich seit fast 4 Stunden auf. Hätte sein können, dass das hier nur noch... Ja, okay, das hätte wahrscheinlich... Warte, wann habe ich angefangen? Um 18:15 ungefähr. Das heißt, ich würde jetzt seit 3,5 Stunden ungefähr aufnehmen. Das wäre noch eine halbe Stunde. Ja, nee. Hätte ich auch nicht warten müssen. So. Waren wir jetzt schon wieder abgemeldet? Was soll denn der Mist? Aber einen Erfolg haben wir wahrscheinlich sowieso nicht bekommen. Die meisten Erfolge haben wir schon, die ich hier machen wollte. Und beim nächsten Mal weiß ich noch nicht, welchen Erfolg wir machen. Wir machen einen von diesen 18 Erfolgen, die uns noch fehlen. Vielleicht machen wir uns den Erfolg hier. Wo ist der denn? Wo ist der denn? Hier, schließt ihr das Piratensee-Herausforderung-Pack ab. Vielleicht machen wir das. Mal sehen. Werden dann auch nur noch 17 Erfolge. Haha, toll. Also gut. Dann bis morgen, Leute. Ciao.